Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute mit dem Satz von Bayes nochmal. Da wollte ich ein Beispiel machen, ein sehr bekanntes, interessantes Beispiel, wo man eben halt mit dem Satz von Bayes ein Ergebnis herleiten kann, das vielleicht nicht so intuitiv ist, was man so erstmal nicht erwartet hätte, wo einem also die Wahrscheinlichkeitsrechnung wie formale oder die Formalität der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch hilft, dieses intuitive Gefühl abzulegen und einfach mit Sicherheit zu sagen, ich bin mir sicher, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, weil ich das formal korrekt hergeleitet habe. Dazu betrachten wir das folgende Spiel. Das kennt man vielleicht noch aus so Samstagabend-Shows oder so. Da gab es das früher mal im Fernsehen. Und zwar haben wir so in dieser Spielshow haben wir halt so einen Kandidaten und am Ende des Finales oder so hat er halt die Auswahl aus drei Toren. Hinter einem dieser Tore befindet sich der Hauptgewinn und hinter den anderen beiden befinden sich nur Nieten. Ja, also sagen wir mal, bei dem einen Tor ist jetzt halt ein Auto dahinter und bei den anderen beiden Toren eben halt nix. Der Kandidat kann jetzt eins dieser Tore halt auswählen und hätte dann diesen Gewinn quasi sicher. Nachdem der Kandidat ein Tor gewählt hat, öffnet der Moderator aber eines der verbleibenden Tore mit einer Niete. Ne, das geht ja immer, ne? Also wenn der Kandidat am Anfang das Tor mit dem Gewinn gewählt hat, dann gibt es ja noch zwei Nieten. Und dann könnte der Moderator also eins der beiden halt zufällig öffnen. Und wenn der Kandidat aber ein Tor mit Niete gewählt hat, dann gibt es halt noch eins mit Gewinn und eins mit Niete und dann öffnet der Moderator eben das mit der Niete und fertig. Ja, also der Kandidat hat dieses Tor ausgewählt, danach öffnet der Moderator ein Tor mit Niete, sodass also noch zwei Tore offen sind und jetzt fragt der Moderator den Kandidaten, ob er nochmal wechseln möchte. Oder ob er sein Tor behalten möchte. Also der Kandidat steht jetzt da und hat sein Tor ausgewählt und könnte jetzt aber nochmal sagen, okay, ich wechsle doch rüber auf die andere Seite oder wenn doch lieber das andere Tor. Und die Frage, die man sich hier stellt, oder die interessante Frage ist jetzt, was ist die beste Strategie? Also sollte man wechseln oder sollte man vielleicht bei seinem Tor bleiben oder ist es vielleicht vollkommen egal? Die meisten Menschen sagen hier intuitiv erstmal, dass es egal sein sollte, weil ich habe ja jetzt noch zwei Tore und es sollte 50-50-Chance sein. Insofern sollte es egal sein, ob ich jetzt wechsle oder nicht. Das ist aber nicht so. Also das stimmt nicht. Die bessere Strategie ist tatsächlich in diesem Beispiel zu wechseln, weil die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich hinter diesem Tor den Hauptgewinn finde, ist halt doppelt so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Hauptgewinn hinter dem Tor finde, das ich schon ausgewählt habe. Und dieses vielleicht nicht ganz so intuitive Ergebnis kann man jetzt mit Hilfe des Satzes von Bayes auch formal korrekt herleiten oder beweisen, dass das so ist. Dazu nehmen wir jetzt einfach mal an, der Einfachheit halber, dass der Kandidat das Tor 1 gewählt hat, also das ganz linke beispielsweise, und der Moderator hat das Tor 3 geöffnet. Das könnte ja durchaus so passieren. Und die konkreten Zahlen sind jetzt egal, der Beweis ist immer derselbe, aber wir müssen jetzt halt irgendwie mal sagen, welches Tor jetzt gewählt werden sein soll, damit wir hier formal weiter alles aufschreiben können. Mit GI möchte ich das Ereignis Gewinn hinter Tor I bezeichnen. Also G1 soll heißen, der Gewinn ist hinter dem Tor 1, G2 soll heißen, der Gewinn ist hinter Tor 2 und G3 heißt eben, der Gewinn ist hinter Tor 3. Und mit MI möchte ich das Ereignis Moderator öffnet Tor I deklarieren. Also M1 heißt jetzt, der Moderator hat das Tor 1 geöffnet und so weiter und so fort. Und jetzt ist natürlich so, dass die Wahrscheinlichkeiten P von G1, P von G2 und P von G3 alle identisch sein sollen. Ne? Die sind natürlich alle ein Drittel. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der Gewinner hinter den einzelnen Toren befindet, ist immer gleich groß. Und jetzt müssen wir uns noch diese Wahrscheinlichkeiten hier anschauen. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Moderator das Tor 3 öffnet, wenn der Gewinn hinter dem ersten Tor ist. Okay, also der Gewinn soll hinter dem ersten Tor sein. Das ist hier die Konditionierung. Und ich habe ja in meinem Beispiel, das ich hier gewählt habe, habe ich ja auch das Tor 1 gewählt. Also der Moderator kann nur noch Tor 2 oder Tor 3 öffnen.
Und da er beide öffnen könnte, weil ja hinter beiden nur Nieten sind, ist die Wahrscheinlichkeit eben halt ein halb für das dritte Tor. Und genauso ist die Wahrscheinlichkeit ein halb für das zweite Tor. Die brauche ich jetzt aber nicht. Deswegen habe ich die hier nicht aufgeschrieben. Wenn der Gewinn hinter Tor 2 ist, ja, dann kann der Moderator ja das Tor 2 nicht mehr öffnen, weil da ja der Gewinn ist. Und er kann auch das Tor 1 nicht öffnen, weil das habe ich ja gewählt. Er muss also in diesem Fall das Tor 3 öffnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für M3 gegeben G2 ist 1. Und wenn der Gewinn hinter dem Tor 3 ist, dann kann er natürlich das Tor 3 nicht öffnen. Er muss ja ein Tor mit Niete öffnen. Also in diesem Fall, wenn ich also konditioniere auf das Ereignis G3, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Moderator das dritte Tor öffnet, eben genau 0. Ja, also, wenn der Gewinn hinter dem ersten Tor ist, dann hat der Moderator die freie Auswahl zwischen Tor 2 und Tor 3. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hier für M3 eben 1/2. Wenn der Gewinn hinter dem zweiten Tor ist, dann muss der Moderator das dritte Tor öffnen, weil ich ja das erste gewählt habe. Und wenn der Gewinn hinter Tor 3 ist, dann kann der Moderator auf gar keinen Fall das dritte Tor öffnen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit 0. Was mich interessiert, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Gewinn hinter dem Tor 2 ist, wenn der Moderator das Tor 3 geöffnet hat. Weil das ist ja die Information, die ich in dem Spiel bekomme als Kandidat. Ich weiß ja, der Moderator hat Tor 3 geöffnet. Und ich interessiere mich jetzt also für die Wahrscheinlichkeit dafür, den Gewinn hinter dem Tor 2 zu finden. Das ist die, die man intuitiv gerade vielleicht noch auf 1/2 geschätzt hätte. Und jetzt kann ich nach dem Satz von Bayes eben halt herleiten. Das ist die Wahrscheinlichkeit für M3 gegeben G2 mal P von G2. Also quasi das hier vertauscht, umgedreht und dann eben multipliziert mit diesem konditionalen Ereignis. Und erstmal nach dem Satz von Bayes steht hier unten jetzt eben P von M3. Und das kann ich nach dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit wieder zerlegen in diese G1, G2, G3. Diese Ereignisse G1, G2, G3, die bilden ja eine Partition von Omega. Also G1, G2 und G3 sind disjunkt, weil das können ja nicht gleichzeitig eintreten. Und deren Vereinigung ergibt wieder das alles, das ganz Omega, weil entweder ist der Gewinn halt hier, hier oder hier. Er kann ja nicht noch irgendwo anders sein. Dementsprechend kann ich das mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit den Nenner noch zerlegen. Und die ganzen Terme, die ich hier brauche, die habe ich. Die stehen hier oben. Also P von M3 gegeben G2 ist zum Beispiel hier diese 1. P von G2 ist diese 1/3. P von M3 gegeben G1 mal P von G1 ist dieses 1/2 mal dieses 1/3. Hier M3 gegeben G2 mal P von G2 habe ich hier oben schon gehabt. Und P von M3 gegeben G3 mal P von G3, das ist hier 0 mal 1/3, also 0. Und wenn ich das alles einsetze und zusammenrechne, komme ich eben halt auf 2/3. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, den Gewinn hinter dem zweiten Tor zu finden, wenn der Moderator das dritte geöffnet hat, ist 2/3. Rein logisch ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, den Gewinn hinter dem dritten Tor zu finden, in dem Fall 0, weil das Tor ist ja schon auf, da weiß ich ja, dass der Gewinn nicht ist. Und damit muss die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Gewinn hinter Tor 1 ist, also hinter dem Tor, das ich gewählt habe, wenn der Moderator das Tor 3 öffnet, 1/3 sein. Und das ist genau das, was ich gerade behauptet habe, nämlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Gewinn hinter dem anderen Tor ist, ist doppelt so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Anfang richtig gelegen habe. Also das ist, wie gesagt, vielleicht nicht ganz so intuitiv, aber wir können das halt mit Hilfe dieser Wahrscheinlichkeitslehre so erstmal herleiten und sind jetzt relativ sicher, dass es das eigentlich so sein muss. Wir können aber auch nochmal zur Verdeutlichung eine Variante des Spiels betrachten, dann wird es ein bisschen klarer. Und zwar habe ich jetzt nicht drei Tore, sondern ich habe jetzt, ja, sagen wir mal, 1000 Tore da stehen. Also einfach so ein riesiges Fernsehstudio, da sind 1000 Tore drin und hinter nur einem ist der Gewinn. Und ich muss als Kandidat jetzt ein Tor auswählen. Dann würde ich intuitiv ja mal davon ausgehen, dass ich höchstwahrscheinlich das falsche Tor gewählt habe. Nur wenn da 1000 Tore sind, da ist nur ein Auto, ich soll jetzt eins rauspicken, dann werde ich höchstwahrscheinlich das falsche Tor ausgewählt haben. Und jetzt macht der Moderator wieder die verbleibenden Tore auf, bis auf das, was ich gewählt habe, und ein weiteres, wo dann halt entweder der Gewinn ist oder eben halt eine Niete. Ja? Also ich habe am Anfang aus diesen 1000 Toren eins ausgewählt und ich bin mir relativ sicher, dass ich das Falsche ausgewählt habe.
Jetzt macht der Moderator von all den anderen Toren 998 auf und fragt mich, ob ich lieber das andere Tor haben will. Und wenn ich am Anfang mir relativ sicher war, dass ich verloren habe, dann ändert sich das ja nicht dadurch, dass der Moderator da Tore öffnet. Also dann möchte ich ja wahrscheinlich wechseln. Am liebsten würde ich ja wechseln. Ich wüsste nur nicht, wohin ich wechseln muss. Und in dem Moment, wo der Moderator die Tore öffnet und mir sozusagen die Zusatzinformation verrät, welche Tore alle falsch sind, da weiß ich auf einmal, wohin ich wechseln möchte, nämlich zu dem einen Tor, was noch über ist. Ja? Also hier in diesem Beispiel ist intuitiv klar, dass man besser wechseln sollte. Gut. Das war es auch schon wieder mit dem Satz von Bayes hier. Wir haben ein ganz konkretes, interessantes Beispiel kennengelernt, das vielleicht nicht ganz so intuitiv ist, wo also auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung hilft, sein Bauchgefühl zu überwinden und halt mit diesem Formalismus eben halt auch Ergebnisse zu bestätigen, auf die man intuitiv vielleicht so nicht gekommen wäre. Im nächsten Video möchte ich noch über den Begriff der Unabhängigkeit reden und damit würden wir den ersten Teil dieser Veranstaltung zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung im Grunde auch schon wieder abschließen. Wir hätten dann so einen schönen Überblick und können dann mit dem zweiten Teil starten, wo wir über diskrete Wahrscheinlichkeitsräume reden. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.